Hallo und willkommen hier bei Demotopia und wir gehen mal in die Kneipe. Lonzo. Rufus, bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Weißt du, ist gerade schlecht. Ich komme später, okay? Der arme Lonzo, ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Das war's. Auch nicht, also. Stopp. Gehen wir wieder mal rein. Und lassen wir den Poki erzählen. Lonzos Kneipe ist ein inhaltlich sehr interessanter Raum. Tatsächlich hatten wir weder bei Edna bricht aus noch bei Wizard World und bei In the Beginning nur sehr eingeschränkt das Spiel in einer Umgebung spielen lassen, in der der Hauptcharakter auch wirklich sich zu Hause fühlt oder beheimatet ist. Also bei Sedgwick haben wir zwar am Anfang den Wohnwagenplatz bei Wizard World, den verlässt man aber schon nach dem zweiten Screen. Und es ist wie gesagt auch ein Wanderzirkus, das heißt, die Umgebung ist für ihn auch fremd. Und Edna bricht aus, da hat Edna eben keine Erinnerung. Das heißt, sie fühlt sich vollkommen fremd an dem Ort, an dem sie ist. Bei dem Beginning, da verlassen wir halt Ben am Anfang ganz alleine in seiner Hütte am Fjord und wird da auch halt sofort quasi abgeholt. Aber hier durchforsten wir mit Rufus quasi seine gesamte normale Lebenssphäre und haben da eine Möglichkeit, tatsächlich endlich mal so ein paar Informationen über ihn so aus den alltäglichen Gesprächen herauszuziehen, die quasi zwischen den Zeilen stehen. Und ich fand es immer sehr spannend, dass es tatsächlich doch noch Leute gibt, die Rufus aushalten irgendwie. Und Lonzo gehört halt dazu, obwohl eben Rufus einfach Rufus ist, also so ein schrecklicher Chaot. Und Lonzo, man merkt ihn auch an, er ist halt auch genervt und so weiter, aber er sieht das Ganze auch lustig. Das heißt, irgendwie ist da auch ein gewisses Augenzwinkern in Rufus' Art. Also die anderen nehmen es mit einem Augenzwinkern wahr und Rufus selber zwinkert quasi auch, und das merkt man eigentlich nur in diesen Gesprächen mit Lonzo, aber auch ein bisschen mit Wenzel, natürlich auch ein bisschen mit Toni. In seiner Art ist auch ein Augenzwinkern drin. Das heißt, er reflektiert das, das ist auch ein bisschen bewusst und so weiter. Im späteren Spielverlauf verliert sich das so ein bisschen, aber hier wird es tatsächlich etabliert. Das fand ich halt tatsächlich sehr spannend. Ebenfalls sehr spannend ist natürlich die Charakterentwicklung von den Leuten, die Rufus erst kennenlernt, die hier schon sehr interessant vorgezeichnet sind, weil ich diese Charaktere, also Lonzo, Toni und Wenzel, die habe ich ja zuerst geschrieben, oder auch natürlich Gizmo oder den Bürgermeister Lotek, die reagieren auf eine Art und Weise auf Rufus, dass sie schon so voraussehen, wann er zuhört und wann er nicht zuhört. Das heißt, sie dürfen ein paar Sachen ganz offen sagen, weil er ganz offensichtlich nicht zuhören wird. Und dann können sie ihm halt auch ein paar Sachen direkt vor den Latz knallen, ohne zu befürchten zu müssen, dass er halt darauf überhaupt reagiert. Und diese unterschwellige Hassliebe Rufus gegenüber, dieses ätzige, ihm halt irgendwas beibringen wollen, aber eigentlich schon aufgegeben haben wollende und so weiter. Das habe ich halt bei diesen Charakteren halt auch einfach so vorgeschrieben, ohne halt überhaupt diese Entwicklung jemals quasi irgendwo mir selbst zu vergegenwärtigen. Im späteren Verlauf aber des Spiels, der ganzen Trilogie, gibt es ja doch einige Charaktere, die Rufus halt begleiten und kennenlernen und immer besser kennenlernen. Und lustigerweise werden die halt immer, reagieren die immer mehr und immer mehr so wie seine alten Bekannten hier aus seinem Heimatdorf, also wie Lonzo oder wie Toni. Die werden halt immer ähnlicher seinen alten Beziehungen. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend, wie das ineinandergreifend tatsächlich ganz gut funktioniert. Zu diesem Screen ist auch noch was Musikalisches zu sagen. Und zwar ist das der einzige Screen, wo die Hintergrundmusik tatsächlich nicht von Finn, von Periscope, komponiert wurde, sondern es handelt sich hierbei um einen Schnipsel aus einem eigenen Song, den ich damals für eine Freundin aufgenommen hatte. Den habe ich auch mittlerweile irgendwann mal auf Nachfrage auf meiner YouTube-Seite veröffentlicht. Dünnes Eis heißt der.
Und genau, das Riff davon, das passte ja sehr gut hin. Nachdem wir die Musikproduktion abgeschlossen hatten, ist mir aufgefallen, ich habe halt den scheiß Kneipensong vergessen. Wir haben fast in jedem Spiel halt irgendwie eine Kneipe und irgendwie ganz häufig fällt mir erst zum Schluss an, beim Harvest Neue Augen war es dasselbe, bei Chaos of the Pony war es dasselbe. Ich vergesse, dass wir halt so eine Art Kneipenmusik brauchen, die sich halt irgendwie unterscheidet. Da passt halt nichts, was man wiederverwerten kann oder so, da braucht man eigentlich was Eigenes. Und deswegen habe ich mich hier bei Deponia schließlich entschieden, diesen einen Schnipsel aus dem eigenen Song zu verwenden. Aber gut, bei Deponia haben wir Gott sei Dank dran gedacht. Wobei ich tatsächlich, etwa eine Woche nach Release oder so, bin ich irgendwann so im Bett hochgefahren. Ach du meine Güte, scheiße, wir haben vergessen, diesen Song einzubauen. Weil der wirklich nur in der Kneipe bei Deponia halt irgendwie verwendet wurde. Wir hatten ihn dabei gebaut. Also ich hatte einfach nur diese Grundangst, dass irgendwie aus Harveys Neue Augen und noch aus Chaos of Deponia und so weiter halt irgendwie mitschleppe. So, wir haben die Kneipe nicht richtig vertont, scheinbar. Ich hatte wirklich Albträume davon. Zum Glück gibt es den 8-Bit-Song. Super. Gut bei Deponia. Wir kommen noch dazu. Bis dahin. So, dann gehen wir mal hier weiter, gucken, was wir hier noch erledigen können. Der Papagei. Ich habe Hunger. Papagei hat Hunger. Gehen wir mal in die Notfallstation. Gucken wir mal, was können wir hier noch erledigen. Soll denn mit den Feuerlöscher? Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Hattet ihr mit dem Baum auf sich? Das ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuvak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal, steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Hebel. Gucken. Das ist auch nichts mehr Interessantes. Nee. Da ist ein Loch in der Plattform. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Kein Grund nachzujustieren. Da mal draußen. So, dann reiten wir mal eine Runde Rodeo. Gleich nochmal.
gleich nochmal. Gleich nochmal. Nee, machen wir nicht. Es sieht aus wie Trinkwasser, ist aber Batteriesäure. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Offenbar ist noch genug Saft auf der Batterie. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Gleich nochmal. Nö. Gehen wir hier lang. Man wendet ins Haus rein. Kann man. Tonis Hütte. Wendet ins Haus. Tonis Laden. So, dann gehen wir mal in Tonis Laden. Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich diese olle Uhr reparieren soll.